Ja, schönen guten Abend hier. Herr Rodes ist wieder da. Schön im neuen Jahr, ein frohes Neues. Übrigens noch verspätet, ich weiß, für alle die, die es noch nicht persönlich gesagt habe. Auch übrigens die Leute, die sich das hier im Sommer anschauen, euch auch ein frohes neues Jahr. Und natürlich auch den vielen Zuschauern in Österreich und der Schweiz, auch euch ein frohes neues Jahr. Dieses Stück, was ich heute dabei habe zum neuen Jahr, passend, ist ein episches Meisterwerk, ein Stück Popkultur, kann man sagen. Und ich scheue mich nicht, auch das zu sezieren, in schlechtem Deutsch. Ein Stück von Herrn Bowie. Sigi Sternstaub. Viel Spaß damit. Aus Japan. Er konnte lecken beim Lächeln und sie zum Abhängen animieren. Sie waren so zugedröhnt, gut durch und schneeweißer Teint. Aber wo waren die Spinnen, als der Schöne unsere Eier brechen wollte? Nur ein Bierschild uns zu leiten. Also lästerten wir über seine Fans und sollten wir seine süßen Hände brechen. Sigi spielt auf Zeit, verarschte uns ganz unerwartet. Die Kids waren großartig und er war der Jesus mit gottgegebenem Arsch. Er ging mit allen zu weit, aber er konnte Gitarre spielen. Machte Liebe mit seinem Ego, das Sigi in seinen Geist saugte. Wie ein aussätziger Messias. Als die Kids den Mann umbrachten, musste ich die Band auflösen. Sigi spielte Gitarre.